Ooh, yes. Oh, hell yeah. Deswegen der Leiter, okay. Roth, can you hear me? Roth? Lara, are you okay? I'm fine. You don't sound fine to me. I'm fine, Roth. Where are you, girl? I'm in some kind of shanty town near the fortified palace. I'm still coming down the hill. How did you get there so fast? Skill? Long story. I can see the town from here. Are you near that large gate? I'm heading towards it. Also gleich. Oh Gott, okay. Okay, Friends. Yes! What the fuck? Nope. Okay. What the fuck? Hat ihn, glaube ich, nicht erwischt. Oder? Nee. Can mess with my arrows, bitches! Fuck! Oh, können wir einfach den Boden hier schauen, dass der Feuer fängt? Oh, okay. Wo kommen die Schüsse her? Ah, von da. Jawohl. 18 haben wir noch. Shit. Wow. Okay. Wo auch immer das gerade herkam. Geil. Oh, ich bin direkt neben dem Fass. Das ist keine gute Idee. Irgendwo haben wir noch einen. Sehr gut. Set up camp. So. Ja. Jedes Mal. Können wir das Ding überhaupt noch irgendwann mal upgraden? Ich glaube, wahrscheinlich kaum, ne? Genau, das haben wir ja voll equipped. Oder voll geupgradet. Increase damage? Shotgun? Sure. Sure. Gerne. So. Let's loot. Darf ich sie looten, während sie bluten? Ich glaube, ein paar sind auch hier runtergefallen. Jawohl. Kann ebenfalls die Rifle uns ebenfalls upgraden lassen. Sehr geile Sache. Ups. Falscher Button. There are over 100 of us now. We've started work clearing out the old palace and soon construction will begin on a city around the base of the mountain. The Japanese built a cargo holding system here years ago that we've gotten up and running again. Matthias claims we're building in honor of the Sun Queen, like some ancient Egyptian monument, but it's obvious what's going on here. Matthias is stalling for time. This massive project is just to keep them distracted, even with the rituals and storms and rampant killing. It's only a matter of time before they turn against him. And when they do,
I'll be ready to take control. Wunderbar. So. Ups. Ich bin der falsche Button. Ich glaube aber fast, da kommt noch mehr. Ist viel zu ruhig und viel zu viel Platz hier. Ich will noch ein bisschen hier Ausschau halten nach genau diesen Salvage Parts hier. Definitiv viel zu viel Platz hier. Okay, nix. Haben wir automatisch? Ah, okay, wir können wechseln. Aber warum soll ich normale Arrows nehmen und keine Fire Arrows? Ja, wenn ich vielleicht in der Nähe von so einem Ding stehe, dann wäre es vielleicht nicht das Beste. Ich meine, aber normale Arrows jagen das doch auch in die Luft, oder nicht? Ich glaube fast schon. Naja, Arrows werden damit auf jeden Fall umso wichtiger. Für uns. Einziger Vorteil, den uns jetzt Rifles bringen, also diese Assault Rifle, ist, dass sie einfach schneller schießt. Bei Default einfach. Oh. Da sehe ich gerade ein Symbol. Ja, das müsste eine Tomb sein. Ja. Yeah. Oh, ja. Hm. What? Oh, got it. Yes! In the face. Oh, fuck. In the face. In the face. Fuck. In the face, quasi. Bitteschön. In the face. Ich dachte gerade schon, das sah so aus wie das, was wir am Anfang gesehen haben, aber nicht ganz. Oh Gott. Gut zu wissen, Jungs. Thanks for information. Ah ja. Sieht nicht so aus. Er fällt aber auch jedes Mal rein, der Giant. Das ist unglaublich. Aber wo kam... Wo, vor allem, wo kamen die alle her auf einmal? Das war ja aus dem Nichts. Nicht... Lässt du die... Nein, keine Fackel. Clara, keine Fackel. Danke. Shotgun. Ooh, what a boy. Wusste ich's doch. This might be Yuan Dynasty. Could it be from Kublai Khan's lost fleet? Hmm. Neat, neat. Klar. Dann gönnen wir uns mal. My God, what's driven them to this? Wahrscheinlich mehrere Jahre auf dieser Insel. Gehe ich mal stark davon aus. War leider doch keine Tomb. Naja. Roll! Fast. Dachte ich mir doch schon, dass da noch mehr kommt. She's trapped! I surround her! There's nowhere for her to go! Don't even need to! Oh! Move it! What? Okay. No! She. She's just one girl! That one girl is kicking our ass!
Allerdings. Oh shit. Na, fuck. Falscher Button. Okay, jetzt. Okay, den muss ich nicht finishen, alles klar. Gut, gut, gut. Ja, kommt her, Brothers. Bring it on, Brothers. Uh-oh. Okay. Got him. Yeah, that little girl kicks your fucking ass, mate. Okay, wer will noch? Wer will noch was, huh? Who wants some of this? Ah, Lara for president. Wir haben aber den Kollegen eigentlich gerade zu Fall gebracht und haben aber nicht... Ah ne, das ist ein Reifen. Never mind. Sah so aus. Aber das hätten wir auch gut benutzen können. Hallo? Okay. A Ming Dynasty jade figurine, but this one looks genuine. Oh, sweet. Hier hinten eventuell noch eine Möglichkeit für was? Jo. Was denn, wo seid ihr denn schon wieder? Ja, hier ist definitiv noch was. Wo haben die Kollegen immer auf einmal herkommen? Ah, das war's anscheinend schon. Ein kleiner Ambush. Never mind. Sehr intelligent. Mein Liebster. Einfach komplett ohne, nicht mehr mit einer Shotgun auf mich zustürmen. Das war ein bisschen intelligenzresistent, mein Liebster. Aber gut. Upsa. Geht nur mit Shotgun. Ach schon. Okay. Schauen wir mal in der Richtung. Was kann ich da hochkommen? Ja, natürlich. Ein bisschen gecheased, aber ja. The Master of the Cheese. Better be goodies. Yup. Somewhere here. In Edo, Japan, traditional men's garments had no pockets. Inro were miniature containers used to hold personal effects, like an ancient form of wallet. Hmm, interessant. Okay. Oh, das ist ein Wildschwein. Ups. Ja. Ich habe mal einen GPS-Cache gefunden hier.
Na, fast. Ja, man sieht. Gut, ich habe auch vor kurzem erst Spyro gespielt, das muss man dazu sehen. Es ist aber auch ein paar Monate her. Das heißt, eingerostet bin ich in Sachen Jump'n'Runs definitiv noch nicht. Das geht schon einigermaßen. It's jammed. Ich glaube, hier ist es eine gute Idee, wenn man keine Fire Arrows benutzt. Moment. Achso, also doch, Flammables. Ups. Jawohl. Also doch. Und I. Okay. Fire Station. Modify a weapon, World War II Submachine Gun to Assault Rifle. Modifying the weapon will keep... Ja, natürlich. Assault Rifle. Nice. Okay. Schauen wir mal hier. Use your climbing axe to deliver a deadly stunning blow to your enemies. Haben wir das nicht quasi schon? Mal sehen hier. Okay. Ah, 2 swift strikes. Okay. Gut zu wissen. Und hier haben wir, after dodging an enemy, stab them in the knee with an arrow, cripple them and leave them wounded. Yep. Ah, das überschreibt dann quasi, dass man Dreck in die Dings wirft wahrscheinlich. Denke ich mal, weil das ja genau dasselbe, genau dieselbe Tastenkombination quasi ist. Increase Damage? Ja. Increase Damage ist immer gut und increases Firing Rate. Damit haben wir bis auf High Capacity alles. Mal sehen, haben wir bei dem Bogen noch was? Bogen will ich immer zuerst upgraden. Bogen ist Bay quasi. Ich schau grad mal, den haben wir auf 50%, das heißt, da kommt auf jeden Fall noch was. 23%, 37%, dann mal 30%, aber die ganzen, die Sachen hier, Burstfire und so weiter, das brauchen wir nicht wirklich. Okay. Wunderbar. Okay. Dann ist das hier allerdings auch ein guter Zeitpunkt, um für heute erstmal die Session zu beenden. Also ich habe jetzt knapp 5 Stunden, glaube ich, am Stück das Game gezockt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, das Game ist verdammt geil. Ich habe lange kein Tomb Raider mehr gespielt. Ich glaube, das einzige Tomb Raider, das ich jemals gespielt habe, habe ich auch zu Anfang oder zu Beginn erwähnt, war Tomb Raider für die PS1. Und ich glaube, danach kein einziges mehr. Ich habe natürlich beim Angry Video Game Nerd reingeschaut mit den schlechten Tomb Raider Games. Ich habe auch die Filme nie gesehen, muss ich sagen. Wobei der neueste jetzt so ein bisschen aussieht, auch wie das Game hier letzten Endes. Also könnte ich mir eventuell mal gönnen. Aber ich muss sagen, storytechnisch ist das Game extrem gut. Aber Gameplay, das Gameplay hier ist so extrem geil. Es gibt Stealth, es gibt unglaublich viel Action. Das Adrenalin ist immer auf 800 bei diesen Action-Sequenzen. Also auch nicht nur, wenn es darum geht, eben mehrere Leute auf einmal hier eben zu killen mit Assault Rifle und so weiter. Sondern auch in den ganzen Sequenzen, wenn man eben irgendwo runterslidet oder wenn man gerade eben von irgendwas wegrennt und alles zerbricht irgendwie um einen herum. Es ist richtig geil gemacht, ganz ehrlich. Und generell auch die Spielmechaniken mit dem Bow gefallen mir extrem gut. Also, dass man eben diesen Rope-Shot eben nach einer bestimmten Zeit hat, dass man eben die Stealth-Elemente hat, dass man die Gegner mit einem Bogen, dass man sich an Gegner ranschleichen kann und umbringen kann. Extrem geil gemacht, ganz einfach. Also wirklich, das Team, das Game hier umsonst angeboten hat quasi, ist wirklich unglaublich. Also wirklich. Und ich glaube, ich werde mir in Zukunft noch ein paar Tomb Raider Games auf jeden Fall noch zulegen. Denn wenn alle Games jetzt mittlerweile so auf diesem Status sind, dann ist das einfach nur ein Kauf, den man machen muss. Also ich habe hier unglaublich viel Spaß gehabt. Wie gesagt, 5 Stunden am Stück. Das sagt, glaube ich, auch schon alles.
Und ja, wir haben mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viel, wir haben 37% overall completed. Aber weiß also, ich habe ein Video gesehen, das ging 7 Stunden, das war kein Speedrun, das war einfach nur ein Longplay. Wir haben jetzt 5 Stunden gespielt und wir können ja mal zoom out. Ich weiß nicht, ob man alles komplett hier noch sieht, aber anscheinend schon. Wenn ich mir das gerade hier so anschaue. Aber wir sind ja kurz davor, unsere gute Freundin hier von den Fängen des Bösen letzten Endes zu entreißen. Ich hoffe mal, wir kriegen das auf jeden Fall auch hin. Aber ich denke mal, wir sind, könnte es sein, dass wir so mehr oder weniger kurz vorm Ende sind. Wir sehen hier, glaube ich, in der Distanz. Genau. Da oben sehen wir auch schon genau der Ort, an dem wir hin müssen. Das ist auch interessant hier. In dieses Schloss quasi, das ist so mehr oder weniger der Status Quo, wo wir letzten Endes hin müssen. Das ist unsere Final Destination, fürs Erste zumindest. Ob wir da natürlich direkt auch hinkommen, ist eine andere Frage. Wir haben hier die Shantytown zu überwinden und vielleicht werden wir nochmal gecaptured, wer weiß. Aber, und natürlich, das Game sieht extrem geil aus, darf man nicht vergessen. Aber ja, das war's auch erstmal für die heutige Session von Tomb Raider. Ich hoffe, die Session hat euch gefallen und dann sehen wir uns in der nächsten Session von Tomb Raider, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.